Hi, grüß euch. Im heutigen Video habe ich mal eine kleine Montageanleitung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen i10 oder i20 von Hyundai fahrt, oder sogar i30, glaube ich, ist die auch kompatibel, könnt ihr euch hier so eine Armablage nochmal selber nachrüsten. Und es soll anscheinend wirklich sehr einfach gehen von der Beschreibung her. Also gibt es nur wirklich 5 Punkte, die das hier eigentlich so weiter erklären. Ist halt, wie gesagt, bei jedem Auto ein bisschen unterschiedlich, klar, von jedem Modell. Aber wir machen das jetzt einfach mal bei einem i10. Dann gucken wir uns das Ganze noch einfach mal an. Um erstmal zu sehen, wie die Armablage eigentlich auf dem i10 aussieht, schraubt ihr einfach erstmal dieses kleine Teil, diese, ich sag mal, Dose zusammen. Das könnt ihr dann später nochmal abmachen, weil ihr müsst es ja natürlich dann nochmal befestigen. Dafür sind dann hier unten diese 4 Löcher. Da müsst ihr das dann schrauben im Auto direkt, dass es einfach fest ist. Weil das kommt in dieses Ablagefach, was ganz hinten ist. Und ihr schraubt das erstmal fest, damit ihr einfach erstmal sehen könnt, wie das sich dann verhält. Dazu ist der erste Schritt, dass ihr das erstmal mit der Armablage als erstes, also als eigentliches hier verbindet. Dafür gibt es dann hier diese eine große Schraube. Die wird hier mit verbunden und dann kommen, wie gesagt, diese 4 Schrauben hier drauf. Und dann gucken wir uns das mal an, wie es im Auto aussieht. So, wenn ihr das dann soweit verschraubt habt, ich habe das jetzt mal hinten nur mit einer Schraube, weil die relativ schwer zu schrauben ist, da das hier hinten so ein bisschen hängen bleibt. Einfach mal die beiden vorderen festgezogen und hier hinten habt ihr so ein Staufach, wo das eigentlich dann ja, montiert wird und eingelegt wird. Deshalb, wie gesagt, nochmal die Schrauben, um das Ganze mit dem Fahrzeug wirklich zu verbinden. Aber ich stecke das einfach hier ein. Ihr seht es ja hier einfach, das passt genau hier unten rein. Das steckt drin und somit habt ihr hier wirklich eine coole Handablage. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen locker, das wird natürlich noch deutlich fester, wenn das natürlich fest verbunden ist mit den 4 Schrauben. Aber ihr seht schon mal hier, was ihr machen könnt, habt dann hier dadurch hier diese große Ablage, wo ihr natürlich mal ein Handy reinstecken könnt und Portemonnaie und was ihr so dabei habt, wirklich schön gemacht. In den gleichen Farben, da gibt es ja 4 verschiedene zur Auswahl, was ihr je nachdem für eine Innenausstattung vom Fahrzeug habt, das ist genau das. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch hier über diesen zweiten Push-Button, könnt ihr natürlich noch hoch und runter schieben. Das heißt, ihr könnt ja auch wirklich einfach mal nach hinten klappen, dass sie nicht im Weg ist. Und ihr könnt es dann genauso, wenn ihr wieder auf den Knopf drückt, entsprechend nach unten schieben. Und somit habt ihr einfach eine schöne Armablage, die eben normalerweise, ich glaube, knapp 150 Euro kostet, original vom Hyundai. Und somit habt ihr einfach eine Top-Alternative. Wie gesagt, passt für den i10, i20 und ich glaube sogar für den i30. Und für unter 50 Euro genial. Ich hoffe, das hat euch geholfen mit der Montageanleitung. Wie gesagt, es fehlen noch eben diese 4 Schrauben, die noch halt unten in diesem Fach reingebohrt werden, damit das Ganze wirklich verbunden ist und auch festhält. Da habt ihr wirklich eine super bequeme Funktion. Also ich bin so oder so ein Fan von Armablagen, weil es einfach viel bequemer ist zum Fahren.